Hail, Estremor. Du hast du vielleicht einen Vogel? Nein, du scheinst nur Waffen zu haben. Helm des Finsterblicks. Oh, zwei Wahrnehmung. Verlorene Auenkettenrüstung. Die ist gar nicht mal schlecht. Festzuschlagen, ja, gibt's auch noch. Gib mir aber mal den Helm. Sieht bei Sargani zwar etwas komisch aus, aber ist okay. Yes. Estremor. Zeig mir mal, was du hast. Nein, du hast nur Essen und Rastvorräte. Hallo Katzen. So, Alari. Willkommen, Freundin der Fischerkranich. Willkommen, unsere Hände begrüßen dich mit Wärme, immer. Was kann ich für dich tun? Was hast du ein Angebot? Für dich, Freundin der Glafantana, ein Freundschaftspreis, immer. Hier sehe ich auch keinen Vogel, leider. Alari kümmert sich um alle Geschäfte. Ich gehe nur bei ihr in die Leere. What brings you here? So, dann bleibst nur noch du. Das ist die tiefschwarze Spinnenfigur, die viel kostet. Dracheneier, Erisglanz. Zwei Intellekt kann nur vom Paladin verwendet werden. Oh. Pistole, Donnerbüchse, Streitkolben. Kampfstab. I'm here. Es gibt ein paar nette Sachen hier, aber nichts, was wir jetzt unbedingt gerade bräuchten. Wie sieht's mit meinem Zeug so aus? Trunkenbold Ende den 10 Stunden. Den haben wir immer noch eingekerkert. Da haben wir Alof beauftragt. Oh, das ist in 10 Stunden fertig. I'd be glad to. Also ja. 7 Stunden, wir sind in die Nordlandschaft. So, da sind wir. The figurine. It's glowing. If secrets whisper here, I shall listen for them. So, und hier in der Nordlandschaft haben wir ja ein paar Sachen zu tun. Oh, Kyler. Die Spuren und Blutflecken setzen sich nach Osten fort.
Wolfsanführer, okay. Lange und flache Spuren führen nach Osten. Sie sind mit Blut besprengt. In der Leiche stecken grobe, mit hellen Federn versehene Pfeile. Das ist wohl den Stämmen ausgeliefert. Ich habe die Ruinen gefunden, bei denen Quinets Expedition kampiert hat. Es sind überall Spuren eines Kampfes zu sehen. Auf dem Boden führt eine Fährte nach Osten. Vermutlich hat die Expedition sie beim Rückzug aus dem Kampf hinterlassen. Ich bin in der Wildnis der Nordlandschaft angelangt, wo Quinets Expedition neben dem Pilgerpfad zu Jela-Templier-Lager aufgeschlagen haben soll. Ich muss die Expedition warnen, dass ihnen glafantaische Speer auf dem Fersen sind. Die fast unheimlichen, unter einem dicken Moosschicht liegenden Inschriften auf diesem Altar huldigen Hyela. Ja, und wir beklauen jetzt gerade Hyela. Ich weiß gerade nicht, ob man hier jemals hätte pünktlich kommen können. Die beiden Schaftstücke dieses zerbrochenen Speers zieren kunstvolle glafantanische Ätzungen. Im nassen Holz befinden sich grüne, moosige Dellen, die wahrscheinlich von Schlägen gegen die Flussfelsen hergeführt haben. I'm ready. Die Spuren der Blutflecken setzen sich nach Osten hin fort. I'm here. Die Keiler sind zum Beispiel mal nicht aggressiv. Was gut ist, weil ich will nicht ständig Tiere töten. Hier drüben, schnell. Gwyneth versteckt sich im hohen Untergehölz. Zweige ragen aus ihren Haaren hervor. Getrockneter Schlamm klebt sie zu ihren Hüften an ihren ledernen Hosen. Still bleib unten. Da, sie zeigt auf den Kamm. Meine Freunde sind dort oben, jenseits der Kuppe des Hügels. Es gab Kampfspuren im Lager. Gwyneth regt ihre Unterlippen zwischen den Zähnen. Ich war nicht schnell genug, diese verfluchten Reißzähne. Möge Magran sie alle brennen lassen. Was geht hier vor sich? Die Reißzähne müssen die Witterung aufgenommen und die Gruppe verfolgt haben. Sie fährt sich mit den Fingern durch die Haare und hält inne. Einer der Zweige, die in ihren schwarzen Locken stecken, zerbricht. Einige meiner Freunde sind noch am Leben, aber die Reißzähne haben sie umzingelt. Die Expedition Quimleth legt ihre Hand wieder auf den Knauf ihres Panzerbrechers. Oder was davon übrig ist, hat sich in einer Ruine über diese Klippe verschanzt. Die Reißzähne spielen wohl mit ihnen oder lassen sie ein wenig hungern, ehe sie wieder angreifen. Wir müssen handeln, sonst sind sie so gut wie tot. Wie sind die Reißzähne hierher gekommen? Quimleth blickt auf ihre Füße und schüttelt langsam den Kopf. Ich habe falsche Spuren gelegt, falsche Lagerfeuer entzündet und jeden Fußabdruck verwischt, den ich finden konnte. Es hat sie nicht lange aufgehalten. Ich werde sehen, was ich tun kann. Quimleth nickt. Vielleicht kannst du um die Reißzähne herumgehen. Es muss noch einen anderen Weg auf diesen Kamm geben. Sie wischt sich den Schweiß von der Stirn. Ihr Handschuh hinterlässt einen schmutzigen Streifen. Du bist nicht gekleidet wie meine Männer. Vielleicht könntest du mit den Reißzähnen sprechen. Sie werden glauben, du gehörst nicht zu uns. Sie ergreift deine Hand und drückt. Bitte hilf mir, ich muss schon genug Freunde begraben. Winnef lässt die Hand los und duckt sich in das Unterholz, wo sie bald nicht mehr zu sehen ist. Sie steht aber immer noch dort. Ja, noch mehr Keiler, oder das sind die Keiler von gerade eben. Das führt nur zurück nach Zwillingsulmen. Yes. Das sind die Reißzähne hier. Tread carefully, Estramor. Eine Elfe steht neben einem Hirsch und streichelt den Nacken des großen Tieres. Als du dich näherst, hebt der Hirsch den Kopf in deine Richtung und stellt sich auf die Hinterbeine. Ruhig, befiehlt die Frau und zieht
an der Haut am Nacken des Hirsches, bis er sich beruhigt hat. Ganz ruhig, kein Grund für einen Kampf, noch nicht. Sie wendet sich dir zu. Von einem Ohr fehlt die obere Hälfte und ihre ansonsten glatte Haut ist übersät von Kampfnarben. Noch mehr Fremde und noch mehr unreine Füße, die unser Land zertrampeln. Noch mehr Blut, um die Bäume zu nähren. Sie schüttelt den Kopf. Du solltest nicht hier sein, Estraumo. Ihre Hand gleitet zu einer von mehreren Klingen, die sie um die Hüfte geschlungen hat. Wenn du in unseren Landen bist, dann um uns zu bestehen oder ihnen zu helfen, die das vorhaben. Sie deutet nach Norden auf die Ruinen ingvitanischer Gebäude, die aus dem Unterholz aufragen. Dürwedische Söldner, Plünderer, hörst du ihr panisches Wispern? Verschwinde von hier. Sofort, oder wir werden dich töten, wenn wir mit diesen Estramon fertig sind. Ja, ich kann lügen. Ich gehöre nicht zu irgendwelchen dürwedischen Söldnern. Ich weiß, wir sehen alle gleich aus, doch du täuschst dich. Wir klären die Angelegenheit hier und jetzt angreifen. Ich bin eine Freundin Erglandfahrts. Sie blickt dich fest an. Der große Hirsch stampft mit den Vorderhufen auf den Boden und wendet sich seiner Herrin zu. Sprichst du die Wahrheit, Fremde? Wärst du wirklich eine Freundin, würdest du unser Land respektieren und unseren heiligen Boden nicht durch dein Eindringen entweihen. Die Frau presst den Kiefer zusammen, die Muskeln zittern vor Anspannung, bis ihr Ausdruck plötzlich wieder ruhiger wird. Wenn du mit den Plünderern nicht im Bunde stehst, so gebe ich dir die Gelegenheit, das zu beweisen. Sie zieht eines ihrer Schwerter und deutet durch eine schnelle Bogenbewegung mit der Klinge auf die Ruinen. Die Eindringlinge müssen aus unserem Land vertrieben werden. Beweise, dass du würdig bist, dann glauben wir deinen Worten. Was sind das für Söldner? Räuber, Plünderer, genau wie alle anderen dürrwäldischen Diebe, die unsere Lande bestehen. Die Frau berührt den Stummel, der von ihrem Ohr übrig ist. Wir haben die Dürrwälder verfolgt, seit sie den großen Fluss überquert haben. Haben gewartet, bis sie fehlgehen. Das tun sie immer. Wir haben ihr halbes Rudel beim ersten Angriff besiegt. Die Feiglinge sind geflohen. Sie verbergen sich jetzt im Norden. Wenn der Wind sich dreht, kannst du ihre Angst riechen. Wenn sie sich ergeben, lässt du sie dann leben? Du bist weich. So werden sie niemals spuren. Ihre Gier kennt keine Grenzen. Ihre Erinnerung ehrt keine Geschichte. Welchen Nutzen hätten wir von Gefangenen? Welche Botschaft senden wir anderen, wenn wir sie leben lassen? Sie schüttelt den Kopf. Warum sollten wir vergeben? Schon wieder. Weil du fliegst, wo sie kriechen. Die Reißzähne verdienen bessere Feinde als diese verwundeten Tiere. Schick sie nach Hause mit strengen Warnungen für ihresgleichen. Die Frau blickt nach Norden. Sie verzieht grimmig den Mund, während sie über deine Worte nachdenkt. Der Hirsch stupst sie an der Schulter und sie greift nach oben, um das Tier am Kinn zu kratzen. Es wurde Blut vergossen und aus durchtränktem Boden sprießt Leben. Sie blickt dich an, flucht leise und steckt ihre Klinge weg. Wir lassen die Räuber kopflos zurückkehren. Ihr Anführer muss für die Verbrechen büßen. Erst dann kann der Rest gehen. Sie deutet mit der Hand nach Norden. Geh, überbring meine Botschaft, bevor ich begreife, wie töricht diese Entscheidung ist. Wünschst du den Anführer tot? Wir wünschen, dass ihr Anführer als Exempel für andere dient. Trenne ihn von seinem Kopf, seiner Freiheit oder seiner Familie, was immer die beste Warnung ist, in unsere Lande einzudringen. I'm here. Ja, also ich kann ihn einsperren bei mir. Ich habe ja ein Gefängnis. Kann aber auch mal hier gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, für sie zu entkommen. Wobei das immer noch wahrscheinlich die beste Wahl für beide Parteien ist. Oh, ein gefleckter Steak hier. Not a sound. My mind feels... Viele Steak hier. Dead on.
Okay. Ne, mach mal Skelette, die reichen völlig aus hier. Hey, Itomak steht noch. Itomak ist ein braves Fuchsi. I'd be glad to.